eigentlich wollte ich das Announcement in Warzone aufnehmen. Aber Warzone dachte sich so, Digga, wir wissen, dass du jetzt ein wichtiges Announcement aufnehmen möchtest. Wir wollen dich dabei ein bisschen unterstützen. In dem Sinne. Hier, Digga, 40 GB Update. Gut, also wie gesagt, willkommen zu einer Runde WoW4. Nämlich wird sich auf dem Kanal ein bisschen Stuff ändern, würde ich mal behaupten. Leute, die schon lange am Start sind, also wirklich mit lange meine ich jetzt, I don't know, 2018. Und das ist zumindest auf meinem Kanal lange, 2 Jahre ist jetzt sonst auch, ob es lang ist, aber auf meinem Kanal, der seit nicht mal drei Jahren existiert, sind jetzt 2 Jahre für mich lang. Cool. Die Leute, die wirklich lang da sind, wissen, dass ich früher eigentlich Daily-Videos gehustelt habe, aber nicht wirklich krass editiert. Irgendwann habe ich aber angefangen, Spaß gehabt, oder beziehungsweise mehr Lust darauf zu haben, zu streamen, und ich hatte nicht die Zeit zu streamen und gleichzeitig Videos zu hustlen. Und dazu war ich auch nicht mit der Qualität meiner Videos zufrieden. Die waren zwar geschnitten und alles drum und dran, aber das war halt trotzdem nichts Hochqualitatives. Gut, ob meine Videos jetzt hochqualitativ sind, ist auch ein Streitpunkt, aber sie sind definitiv besser als das, was damals war. Ihr könnt euch ja mal irgendwas aus dem Zeitraum 2018 oder sowas anschauen. Inzwischen ist es aber für mich anders, würde ich mal sagen. Ich habe mir irgendwann vor 1,5 Jahren, glaube ich, ein MacBook gekauft zum Schneiden. Also wirklich, ich habe mir halt einen komplett überteuerten Laptop nur zum Schneiden gekauft. Und ja, seitdem habe ich halt, kann ich schneiden, wo ich will, wann ich will. Ist sehr viel entspannter. Ja, auf jeden Fall habe ich beschlossen, ich möchte das an meinem ganzen Kanal ändern. Und muss sagen, an allererster Stelle haben mich, glaube ich, die Videos, würde ich sagen, von Casey Neistat inspiriert. Wobei mich Videos von sehr vielen Leuten inspiriert haben dazu. Dass ich einfach gesagt habe, dass ich wieder Daily Hustle machen möchte. Aber ich möchte trotzdem Content bringen, von dem ich selber sagen kann, ja, das Video ist von mir. Also Content, wo ich hinterstehe selber. Und tschüss, Bro. So, ich habe ein paar Videos auf Vorrat, sag ich jetzt mal. Das ist auch der Grund, warum die letzten, I don't know, 2 Wochen oder 1,5 oder sowas nichts kam. Weil ich geistig dabei war, hierfür genug Stuff zu machen. Ich hätte es eigentlich auch schon früher machen können. Ich habe jetzt extra gewartet, weil ich habe jetzt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, was natürlich auch sein kann, ich bin echt nicht gut im Mathe, genug vorproduziert, um im Fall, dass ich an Tagen, wo ich Schule hatte, gar nicht dazu komme, Videos zu schneiden, das trotzdem noch machen kann. Wobei ich weiß, wie sehr Schule das Ganze beeinflussen wird, weil bisher war das immer so eine Sache, ja, ich müsste jetzt eigentlich was schneiden, ich könnte jetzt eigentlich was schneiden, hätte die Zeit, aber dann hatte ich irgendwie keine Motivation oder gar keinen Bock. War dann halt auch einfach todmüde, weil meine Lehrer es halt einfach nur juckt, ob ich eigentlich noch was mit meinem Leben vorhabe. Meine Lehrer tun alle so, als wären wir jedes Fach ein LK. Ja, also ich persönlich finde es sehr sympathisch, weil ich wollte schon immer 11 LKs haben. Ich weiß gar nicht, oder 10 LKs, was weiß ich, als ob ich zählen könnte. Aber ich glaube, das jetzt so anzukündigen, ja, es bringt mich halt unter so einen gewissen Druck, dass ich sage, ja, es gibt halt im Zweifel, das werden wir irgendwann rausfinden, ob es Leute gibt, die auf die Videos warten. Ich hoffe halt, dass, wenn es irgendwen gibt, der die Videos überhaupt schaut, das frage ich mich bei meinen Videos tatsächlich ziemlich oft. Zumindest wenn ich in die allermeisten Kommentarsektionen reinschaue. Hello, darkness, my old friend. Ich mir dann selber irgendwo Druck mache, dass ich das halt machen muss. Aber, und das wird wahrscheinlich auch mein größtes Problem, ich will unbedingt versuchen, die Qualität, die ich in meinen Videos drin habe, beizubehalten. Also klar, wie hochqualitativ oder nicht hochqualitativ das ist eine Ansichtssache, logisch. Aber ich würde halt sagen, dass meine Videos... Oder sagen wir mal, ich bin im Moment eigentlich ganz zufrieden, was meine Videos angeht. Zumindest was den Teil, der an mir angeht. Deutschlk.mp4. Mhm. Ja, also das könnte zeitlich ein Problem werden. Vor allem, wenn nach den Sommerferien die Schule wieder losgeht. Oder wenn ich in den Sommerferien Urlaub bin. Was man mal dazu sagen muss, ist, dass die Tagesrechnung, sage ich jetzt mal, die ich hier mache, nach meinen Tagen geht. Dem Punkt, wo ich aufwache, bis zu dem Punkt, wo ich pennen gehe. Also worauf ich hinaus will, ist, wenn ich jetzt hingehe und um 10 Uhr aufwache und dann um 3 Uhr pennen gehe oder sowas, dann, auch wenn es sich bescheuert anhört, geht für mich der Tag bis 2:30 oder wann auch immer ich pennen gehe. Und wenn ich, also sagen wir mal, für mich ist es, habe ich trotzdem noch Daily Videos, wenn ich die irgendwie
mal nachts um eins oder sowas, auch wenn dann technisch gesehen nicht jeden Tag, also wenn dann technisch gesehen einen Tag kein Video kam, ist das für mich trotzdem noch okay. Ist für mich trotzdem noch Daily Videos oder Daily Video hingelegt. So, und jetzt kommt ihr zum Teil, wo ihr auch mir sehr gerne aushelfen könnt. Zum einen wird wahrscheinlich, wie lange meine Motivation ausreicht und wie lange ich mich auch an manchen Tagen wahrscheinlich auch dazu zwingen werden. Ich halte mal. Damit hängt vor allem wahrscheinlich auch, wie lange meine Motivation ausreicht und an wie vielen Tagen ich, wenn ich eigentlich keinen Bock hätte und ich das eigentlich nicht machen würde, mich daran selber dazu zwingen kann, hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie aktiv ihr zum Beispiel in den Kommentaren seid. Und ich meine, es kostet euch wirklich nicht allzu viel Zeit, einfach einen netten Kommentar kurz zu schreiben, worauf ich eben ursprünglich hinaus wollte. Es wäre auch für mich ultra hilfreich, wenn ihr einfach mal sagen könnt, was ihr von mir sehen wollt. Also keine Ahnung, wenn ihr sagt, ihr wollt wieder auf Oldschool-Basis Minecraft sehen. Random Games sind in Planung, habe ich eine Liste bei mir auf Steam. Also das ist eine Frage der Zeit, bis die kommen, bis ich die Zeit finde. Niederlage war, glaube ich, fast unentschieden, würde ich behaupten. Ja, Digga, 14er Kalle, oder? Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich unheimlich über ein Like, ein Kommi und ein Abo freuen. Schaut unbedingt auf meinem Twitch vorbei. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Schreibt mir, was ich mal bringen soll, irgendwelche Formate. Bis dahin, ciao. Oh, das ist